Ich habe im Jahr 2007 erfahren, dass seit 1892 die Wissenschaft am Thema bioabsorbierbarer, transformierbarer, metallischer Legierungen, Implantate arbeitet, dass es bis dahin keine Lösung, keine marktreifen Produkte gab, dass alle, die daran gearbeitet hatten, trotz riesen Zeit- und Geldeinsatz an Biokompatibilität und Stabilität gescheitert waren. Und ich habe an dem Abend gesagt, das ist ein Problem, das werde ich lösen. Ich war und bin weder Materialwissenschaftler noch Mediziner noch biomedizinischer Ingenieur. Aber ich weiß ein bisschen, wie man Innovationsprozesse managt, fördert, anschiebt. Und habe dann im Januar 2008 dieses Unternehmen gegründet mit der Vision, ein metallisches, bioabsorbierbares Implantat zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen. Das ist uns in 5 Jahren gelungen. Das heißt, nach 116 Jahren, die das nicht erfolgreich war, haben wir dann in 5 Jahren geschafft, ein marktfähiges Produkt in den Markt zu bringen. Im Jahr 2013 haben den Innovationspreis der deutschen Wirtschaft dafür gewonnen. Und natürlich mit einem ungeheuren Patientennutzen, denn dadurch, dass unser Implantat bioabsorbierbar ist, sich im Körper selbst auflöst, kann die Zweitoperation zur Implantatentfernung entfallen. Und wir alle wissen, welche Risiken an solche Zweitoperationen gebunden sind. Infektionsrisiken, Anästhesierisiken, Refrakturrisiken. Risiken, die teilweise im deutlich zweistelligen Prozentbereich sein können, mitunter kumulativ über 40%. Und demgegenüber haben wir eine Technologie, die heißt Magnesix-Implantat von Syntellix. Magnesium-Lagierung, legierungsbasiert. Entfall der Zweitoperation. Halbes Leid, halbe Zeit, halbe Kosten, halbes Infektionsrisiko. Das ist ja im Grunde die Zielrichtung, die wir dem Patienten bringen wollen. Also ein Implantat, was aus unserer Sicht die Medizinwelt revolutionieren kann, für das wir in Europa, in Israel, in Singapur, in Australien, in vielen anderen Ländern inzwischen Zulassungen haben und erfolgreich im Markt sind. 27.000 Implantate sind im Markt. Bis heute haben wir nicht einen einzigen meldepflichtigen Fall, der auf das Produkt zurückzuführen würde. Also eine blütenreine Weste, einen makellosen Track Record. Und demgegenüber bei Implantateentfernung, die erforderlich wäre, wenn man nicht ein Magnesiumimplantat einsetzt, aber das Metall eben wieder aus dem Körper raushaben will, ein kumulatives Risiko, Infektion und oder Refraktur von bis zu über 40%. Ich als mündiger Patient wüsste, für was ich mich entscheiden würde. Herr Professor Klaas, Sie haben auch aufgezeigt, es gibt schon ein paar Player am Markt. Es gibt einen mehrere hundert Milliarden Dollar Markt. Sie bezeichnen sich selber mit Ihrer Unternehmung als Start-up. Sie wollen diesen Markt für sich gewinnen. Wer ist im Markt unterwegs? Wie wollen Sie das schaffen, dass Sie diesen Markt für sich gewinnen können? Also der Implantatemarkt im Bereich der Titanimplantate. Und wir reden jetzt immer nicht über Hüft- oder Knieimplantate, die dauerhaft sein müssen, sondern über solche, die temporär einen Heilungserfolg, etwa nach einem Knochenbruch oder einer Hallux-Valgus-Operation oder Ähnlichem, sicherstellen sollen und dann aus dem Körper wieder entfernt werden können oder besser entfernt werden sollten, weil ja niemand dauerhaft einen Fremdkörper im Körper haben will, noch dazu einen, der auch MRT-Diagnostikmöglichkeiten dann erheblich einschränkt. Also der Markt der traditionellen Titanimplantate wird von 4, 5, 6 großen Konzernen dominiert. Diese Konzerne haben eine kumulierte Marktkapitalisierung von etwa 400 Milliarden Dollar. Nun kann man darüber streiten, wie viel davon auf den Implantatemarkt an sich entfällt. Wir schätzen, dass das etwa 100 Milliarden Dollar sind. Das Marktkapitalisierungsvolumen der kumulativ in diesem Markt vorhandenen Kernwettbewerber. Das heißt, es ist ein Riesenmarkt. Wir glauben und sind überzeugt, dass wir eine Technologie haben, die eben in der Prozesskette Magnesix-Implantat ohne erforderliche Implantatentfernung, der Prozesskette Titanimplantat mit Implantatentfernung, selbst dann, wenn ein Titanimplantat perfekt wäre, deutlich überlegen ist. Wir glauben, dass wir für den Patienten einen deutlichen Mehrwert stiften können, indem eine Implantatentfernung obsolet wird und alle damit einhergehenden Risiken obsolet werden. Und deshalb glauben wir, dass unsere Technologie das Potenzial hat, diesen Markt wirklich disruptiv zu verändern und zu erobern. Und dann sage ich Ihnen, ob dann am Ende das Potenzial 1 Milliarde oder 10 oder 20 Milliarden ist.
Darüber wollen wir heute noch gar nicht träumen. Wir wollen jeden Tag, Tag für Tag, demütig, konzentriert, zielorientiert daran arbeiten, immer ein Schrittchen weiter in der Markterschließung, in der Entwicklung neuer Produkte, auch weiterhin Stockfehler vermeiden, auch weiterhin eine blütenrein weiße Qualitätsweste haben. Das ist die Richtung, in der wir gehen wollen. Ambitioniert, ehrgeizig, demütig, bescheiden, konzentriert und fehlervermeidend. Und ob das Potenzial dann noch eine Zehnerpotenz höher ist am Ende oder nicht, das werden wir sehen. Sie haben gesagt, Sie haben 5 Jahre Vorsprung vor dem Wettbewerb, vor potenziellen Wettbewerbern. Aber Sie haben jetzt wieder einige Schritte heute vorgestellt, um den Vorsprung nochmal auszubauen. Das sind ganz wichtige Meilensteine auf der weiteren Entwicklung des Unternehmens. Wie sehen die aus? Wir haben an entscheidenden Stellen wirklich Durchbrüche erreicht und Quantensprünge und Meilensteine genommen in den letzten Tagen und Wochen. Wir haben mit dem Economic Development Board, dem EDB des Staates Singapur, das EDB vertritt ja sozusagen bei der Wirtschaftsförderung dort die Regierung, und wir haben eine schriftliche Zusage und wechselseitig verbindliche Vereinbarungen geschlossen mit dem EDB, die eine starke Förderung unseres Unternehmens beinhalten. Und ich sage mal, wenn man sich diese 50-jährige Erfolgsgeschichte im ökonomischen Bereich des Staates Singapur ansieht, dann glaube ich, man kann sagen, das ist das ökonomisch erfolgreich geführteste Land weltweit in der relativen Entwicklung gewesen in diesem Zeitraum. Und dass ein Staat wie Singapur, vertreten durch seinen Economic Development Board, sich entscheidet, ein Unternehmen aus Hannover für den Auf- und Ausbau in Asien mit öffentlichen Geldern zu unterstützen. Ein Staat, der ja auf höchste Innovationskraft, auf höchste ökonomische Stringenz setzt. Das ist für uns ein großes Ehrenzeichen, ein großes Ehrenabzeichen, wenn Sie so wollen. Das ist ein großer Vertrauensbeweis. Es war ein Due Diligence Team des EDB bei uns vor Ort in Hannover und hat das Unternehmen wirklich fundamental durchleuchtet und analysiert. Das heißt, ich glaube, das ist für uns auch nochmal ein Qualitätsnachweis unserer eigenen Leistungskraft. Und es ist natürlich auch toll, weil es uns hilft, weil es uns finanziell hilft und auch in den Kompetenz- und Wissenschaftsclustern dort hilft, auch jetzt den asiatischen Markt zügig zu erschließen für Singapur, für den ASEAN-Bereich, aber auch dann für Länder wie China und andere, die man natürlich aus Singapur leichter erschließen kann als vom fernen Schreibtisch in Hannover. Also ich bin sehr, sehr dankbar der Regierung von Singapur und dem Economic Development Board für diese Unterstützung. Und ich finde, es ist ein sensationeller Schritt, dass die Regierung von Singapur dieses herausragend potenzialträchtige Start-up in Hannover finanziell und inhaltlich unterstützt, stark unterstützt. Sie haben einen weiteren strategischen Finanzinvestoren gefunden, der Sie in einem speziellen Markt in China, in Japan, also im asiatischen Markt, nicht nur mit Finanzmitteln unterstützen wird, sondern mit Netzwerk, mit lokalem Know-how. Stellen Sie uns den bitte mal vor. Ja, das ist der zweite wirklich fulminante Durchbruch, der uns gelungen ist. Wir haben einen asiatischen institutionellen Investor für uns gewinnen können, der sich nicht nur mit einem Multimillionen-Euro-Betrag im Rahmen eines Convertible Bond hier einbringt, um auf AG-Ebene, übrigens auf Syntellix AG-Ebene, um natürlich dann auch den Auf- und Ausbau in Asien vorrangig mitgestalten zu können. Das ist auch wieder ein großer Vertrauensbeweis in die Attraktivität dieses Unternehmens, dass wir schon jetzt als Startup in Hannover eine Phase erreicht haben, wo asiatische institutionelle Investoren sich in dieser Form für uns interessieren. Der Investor, der konkret bei uns interessiert, Wintop Capital, ist dabei doppelt attraktiv, weil er nicht nur viel Geld einbringt, sondern weil er gerade in China und Japan über ein herausragendes Beziehungs- und Kompetenz- und Erfahrungscluster verfügt. Der Geschäftsführer dort, Leong Mun Wai, hat selber in Japan studiert, spricht, obwohl er Singapur-Chinese ist, fließend japanisch, ist in Japan und in China bestens vernetzt. Das heißt, dieser Investor ist für uns wiederum eine echte Auszeichnung, dass wir heute schon im globalen Kapitalmarkt damit angekommen sind. Und er wird uns ganz sicher erheblich helfen bei unserem Vertriebsausbau und Aufbau in Singapur, in der ASEAN-Region und dann ganz besonders auch in China und Japan. Aber Amerika steht auch auf der Liste ganz oben drauf. Da haben Sie auch schon erste Erfolge.
Also ich sage mal Folgendes. Wenn man die Mission und den Wunsch hat, einen Teil dieser Medizinwelt disruptiv, positiv zum Patientenvorteil zu verändern, dann muss man natürlich den größten Medizinmarkt der Welt immer im Auge haben. Die USA sind nach wie vor der größte Medizintechnikmarkt der Welt. Die FDA ist, wenn Sie so wollen, die Kathedrale der biomedizinischen Exzellenz im Hinblick auf Regulierungsanforderungen. Wir waren ja schon auf verschiedenen absoluten Hightech-Regulierungsebenen erfolgreich. In Europa mit dem CE-Approval, in Israel, wo das Anforderungsniveau exorbitant hoch ist, in Singapur bei der HSA, wo wir auch die Zulassung erhalten haben bei exorbitant hohem Anforderungsniveau, in Australien und ich müsste ja verrückt sein, wenn ich als Aufsichtsratsvorsitzender bestreiten würde, dass der US-Markt für uns natürlich von besonderer Attraktivität ist. Denn für uns ist er ökonomisch aktuell nach wie vor der größte Markt der Welt. Aber es liegt auch in der Hand, weil es der größte Markt der Welt ist, dass wir in diesem Markt den größten relativen Nutzen stiften könnten, aufbauend auf den heutigen Zahlen. Denn auch in den USA gilt, es gibt mehr Infektionstote in Krankenhäusern als Verkehrstote auf den Straßen. Und deshalb ist natürlich jeder vermiedene, unnötige chirurgische Eingriff, wie etwa eine Implantatentfernung, auch im US-Markt von besonderer Bedeutung. Was kann diese disruptive Technologie denn in diesem Markt, in diesem wichtigen Markt verändern? Was wird anders sein in 10 Jahren? Wir haben ja in 2 Bereichen gesehen, dass selbst Multimilliardenkonzerne Technologien nicht über die Zeit retten können, wenn es neue, bessere Technologien gibt. Ich selbst bin groß geworden im Zeitalter der Musikkassette. Als aber dann die CD kam, konnten selbst Konzerne wie BASF die Musikkassette nicht retten, weil die CD zu überlegen war. Heute sind wir auf dem Weg zu den Streamingdiensten, auf dem nächsten Schritt. Wir haben was Ähnliches bei den Telefonen. Als das Handy kam, war das Festnetz nicht zu retten. Und als das Smartphone kam, war das konventionelle Handy nicht zu retten. Also Sie könnten Unternehmen wie Siemens, Nokia oder heute Apple und Samsung besonders danach befragen oder in dem anderen Bereich Unternehmen wie BASF oder heute eben die Streamingdienste. Ich bin durchdrungen von der Überzeugung, dass wir in der Medizin, genauso wie wir einen Übergang von der Stahlwelt in die Titanwelt hatten, der in vielen Märkten vollzogen ist, in den entwickelten Märkten. Es gibt noch Märkte, wo viele Stahlimplantate eingesetzt werden, aber in den State-of-the-Art-Märkten ist praktisch der Übergang vom Stahl zum Titan vollzogen. Und ich bin überzeugt, dass wir bei allen Implantaten, die nicht auf Dauerhaftigkeit angelegt sind, also nicht etwa bei Knie- oder Hüftgelenken, dass wir bei allen Implantaten, deren Einsatz nicht auf Dauerhaftigkeit, sondern auf temporäre Heilung und damit im Ansatz auf danach angebrachte Implantatentfernung ausgerichtet sind, erleben werden, dass die Magnesiumwelt die Titanwelt komplett ersetzt. Für mich ist das entschieden und ich bin überzeugt, ich kann Ihnen nicht sagen, ob das 3 Jahre oder 30 Jahre dauert, aber ich bin überzeugt, genauso wie wir den Übergang hatten von der Stahlwelt in die Titanwelt, der unaufhaltsam war, werden wir den Übergang der Titanwelt in die Magnesiumwelt erleben. Und dann hoffen wir, dass in dieser Magnesiumwelt unser einzigartiges Material Magnesix auch zukünftig einen herausragenden Stand hat. Per heute sind wir der Weltmarktführer bei bioabsorbierbaren, transformierbaren metallischen Implantaten.